Wir können euch deshalb nicht mehr geben. Zwei Fool, ein Drohnenpart und 14 Scrap. Immerhin, ich meine, mit den Drohnenparts kann ich noch nicht viel anfangen. Aber das kann sich auch schnell wieder ändern. Und meine Nase juckt sich. Ach, juckt so komisch. Deshalb klinge ich auch immer so ein bisschen nasal, gerade wenn ich so mich da kratze. So, jetzt haben wir den auch wieder geheilt. Jawohl. Ja, man muss sagen, die Waffensysteme werden natürlich am häufigsten genutzt. Deshalb laden die sich mitunter am schnellsten auf. Wohingegen so Antrieb eine der Sachen ist, genauso wie Schilde, die eigentlich somit am langsamsten sich aufladen. Da können wir vielleicht doch jetzt langsam was vom Chip verbessern. Wir könnten den Dodge natürlich verbessern. Oder einen zweiten Schild einplanen. Andererseits habe ich Angst, dass wir da dann wieder zu viel ausgeben wegen Waffensystem. Oh, ein Distress-Signal, das heißt ein Hilferuf. Können wir von da, ja, von da kommen wir aber dann wieder nicht darunter. Müssten wir einen riesigen Umweg nehmen oder müssten wieder hierher springen, ein Fool dafür ausgeben. Kommt, ich mache es mal, no risk, no fun, wie gesagt, ne? So, wir erreichen den Hilferuf, oder beziehungsweise den Beacon, wo der Hilferuf herkommt. Und in der Nähe eines kleinen Asteroidengürtels entdecken wir ein Schiff mit einer Piratenmarkierung, welches zwischen zwei großen Rocks halt eingeklemmt ist, also zwischen zwei großen Asteroidenfelsen. Es muss hier illegal gegraben haben, ohne das richtige Equipment. Und das weiß ich zufällig, ist auch so ein Punkt, wo man eine optionale Möglichkeit hat, wenn man das, ich glaube, wenn man ein anderes Raumschiff hat, die Taurus oder sowas, glaube ich, oder die richtige Waffe, dann hat man hier die alternative Möglichkeit, dass man sie herausschneiden kann mit dem richtigen Werkzeug. Weil ich glaube nämlich, wenn wir das hier nehmen, dann werden die mit ziemlicher Sicherheit sterben. Und wenn wir das hier nehmen, ja, da hat sie es auch gegessen, wenn wir sie zerstören und das Schiff looten. Ich versuche sie mal zu befreien, indem ich mich um die Felsen kümmere. Ja, dann nehmen wir nämlich Schaden. You take, ja, wir versuchen ein paar vorsichtige Schüsse und treffen aber eine Mineralienader, die exzessiv mit unseren Waffen reagiert. Eine Druckwelle stößt uns zurück und ein paar Schrottreste werden halt gegen unsere Hüllen geschleudert. Nachdem wir wieder Kontrolle erlangt haben über unser Schiff, finden wir nicht viele Reste der Hilfesuchenden, aber immerhin 16 Scrap. Ja, das hatte ich schon fast. Oh, jetzt bin ich ja fast schon. Ach, dammit, jetzt bin ich gelockt, natürlich da diesen Umweg hier hinten rumzunehmen. Das sollte klappen. Wir können im Store endlich einkaufen. Ich habe ja gedacht, schon befürchtet, hier finden wir überhaupt keinen Store mehr. Ein Schiffingenieur hat hier einen kleinen Laden aufgebaut. Und da haben wir wieder Crew-Teleporter, Drone-Control, das brauchen wir alles nicht, aber die Beams sind interessant. Hier haben wir eine Hüllenrakete, die die Hüllen halt aufbrechen kann. Dann haben wir ein Peak-Beam und ein Fire-Beam. Oh, der macht keinen direkten Schaden, aber er würde halt Feuer auf dem Schiff auslösen, was... Das ist halt schon sehr geil. Beams haben halt den Nachteil, dass sie weniger Schaden machen, wenn sie halt durch Höhlen erstmal kommen müssen. Das ist halt immer so eine Sache. Und dieser hier ist einfach, der schneidet sich durch die Höhlen. Ich werde jetzt mal beide kaufen in diesem Fall. Und werde auch mich mal komplett reparieren. Habe ich etwas, was ich... Ich könnte die Systemreparaturdrohne erstmal verkaufen, weil die brauche ich jetzt gerade erstmal nicht. Und dann sehen wir natürlich, dass wir unsere Systeme auch wieder ein bisschen verbessern müssen. Dann nehme ich doch wieder hier etwas von der... vom Maschinentriebwerk runter. Ja, da haben wir überhaupt keinen Antrieb dann mehr.
kann ich hier auch ein bisschen Energie abzapfen, weil die brauchen wir im Grunde tatsächlich wirklich nur, wenn wir jemanden heilen müssen. Das ist zwar eine... Oh, lol, das kann auch jetzt nicht wahr sein. Das ist zwar eine ziemlich riskante Methode, es so zu machen. Naja, das ist jetzt dann eher... Oh, Mist, der wäre natürlich noch cool in Rockman. Der ist nämlich immun gegen Feuer, bewegt sich nur halb so schnell wie andere, aber hat halt auch mehr Leben. Da hätten wir ein weiteres Crewmitglied haben können. Ah, Mist. Ja gut, aber die Waffensysteme waren halt einfach auch notwendig, muss man sagen. Weil, es wird so schon schwer genug und so haben wir zumindest jetzt immer so drei Waffen, die wir mit einschalten können. So, wir erreichen ein System und entdecken sofort ein Piratenschiff in der Nähe. Seltsamerweise zeigen die Scans, dass sich dort kein Leben mehr befindet. Und wir nehmen daher mit aus dem Rest des Schiffes, was wir für nützlich halten, von den Sachen, die die frühere Crew halt zurückgelassen hat. Darunter zwei Mercillas, einen Drohnenpart und 31 Scraps. Und jetzt müssen wir schnell den Ausgang erreichen, bevor dieser Rand hier ist. Sonst müssen wir nämlich vor dem Ausgang noch gegen Rebellen kämpfen. Und das wäre halt auch nicht so gut. So, was haben wir hier gefunden? Wir haben eine verlassene Minenstation gefunden in der Nähe eines Mondes. Ein schneller Scan zeigt keine Lebensform, so dass wir nützliche Drohnen, Blueprints, also Blaupausen könnte man am ehesten dazu sagen, finden. Da finden wir eine Defense-Drohne Mark 1 und 14 Scrap. Und diese Defense-Drohne, das ist tatsächlich eine Drohne, die wirklich gut ist, weil die halt einen vor Raketen und Asteroiden schützt, wenn wir die Drohnenkontrolle haben und sie benutzen können. So, jetzt schnell in den nächsten Sektor. Das ist jedes Mal ein rebellenkontrollierter Sektor, aber ich finde, hier zwischen Nebel und Hostel oder Civilian und Hostel finde ich die Wahl besser, deshalb gehen wir da lang. So. Oh. Nachdem die Föderation Streitmächte auseinandergetrieben waren, sind die Rebellen hier. Came down hard on the locals hier. Haben sie wahrscheinlich eisern im Griff oder so. Zwischen den Steuereintreibern und den militärischen Basen ist die Präsenz der Rebellen sehr hoch in diesem Sektor. Man sieht's, wir sind im Nebel, das heißt, unsere Scans funktionieren nicht vernünftig. Wir sehen auf unserem eigenen Schiff nicht mal vernünftig, was hier läuft. Brände, Hüllenbrüche oder auch Fremde, die sich drauf teleportieren, wären schwer zu entdecken. Und das kann schon ein sehr starker Nachteil teilweise sein, weshalb ich da jetzt schnell raus möchte. So, ja, hier befindet sich nicht viel von Interesse. Eine kleine Sonne in der Entfernung mit ein paar orbitalen Planeten. Ja, das ist jetzt nichts Großartiges. Dann springen wir mal hier hin in den nächsten Abschnitt. Ja, hier ist die Sonne, die wir gerade gesehen haben. Ja, wir kommen an und finden uns ziemlich nah an einem Stern. Wir kriegen aber auch eine Nachricht von einem Piratenschiff. Ich bin froh, dass ihr angekommen seid. Oder dass ihr angekommen seid. Unser Schiff ist beschädigt und wir waren bereits verzweifelt. Ich hoffe, ihr stört euch nicht dran, wenn wir eures nehmen. Ja, und da haben wir jetzt Fremde auf unserem Schiff. Hostels, da sind Feinde, die auf unser Schiff kommen und uns angreifen. Dann werde ich doch mal hier Energie in die Geschichte schicken. Das ist jetzt natürlich eine sehr gefährliche Situation. Der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir natürlich versteckte Türen haben. Das heißt, die kommen so ohne weiteres nicht mehr rein. Beziehungsweise müssen wir hier unser Schiff erst beschädigen.
Dann nehmen wir jetzt mal alle Leute und schicken die da mal alle rein. Und versuchen mal. Ja, da haben wir auch noch Feuer jetzt. Aber jetzt räuchern wir die mal ein bisschen aus. Ja, unser Engi. Raus mit dir, du Scheuerter. So, die beiden gehen mal das Feuer löschen. Und er heilt sich schnell. Ja, und wir lassen die da mal schön ersticken jetzt gerade. Er muss schnell da. So, sie geht wieder dahin. Ne, die beiden gehen dahin, sich heilen. Er geht sich heilen. Und er geht schnell dahin, damit wir bald wieder abhauen können. Ja, wieder ein Brand. Das Gute ist zumindest, dass die Brände nicht unseren Höhlen so großen Schaden zufügen. Sie fügen Schaden zu, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es könnte auch schlimmer sein. Es könnte wesentlich schlimmer sein. Ich glaube, sogar den meisten Schaden haben eher die Einbrecher, die unsere Türen aufgesprengt haben, gemacht, als irgendwer anderes. So. Ein rebellenautonomisierter Scout erforscht diesen Beacon oder diesen Abschnitt. Wir versuchen uns hinter einem nahegelegenen Mond zu verstecken, aber sie finden uns und greifen uns an. Dann wollen wir mal schnell zum Antrieb mit dir, schnell zu den Waffen mit dir und schnell zum Schild mit dir. Die Türen können verschlossen werden. So, und dann benutzen wir den Burst Laser. Wir haben nämlich keine Schilde, das heißt, wir können hier super. Wow. Der Peak Beam ist ja deutlich besser als gedacht. Und hier ist es halt immer. Ja, Moment, der ist noch immer nicht so, wie ich ihn gern hätte. Je mehr Räume man quasi. Je mehr Räume man ihn schickt, umso mehr Schaden kann so ein Laser natürlich verursachen. Und dieser Peak Beam ist hier natürlich. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wow. Wir hätten es kaum besser haben können mit dem. Also das war ein super Kauf. Da sehen wir es. Da werden nämlich dadurch können wir auch mehr. Jetzt beschädigt er uns ja auch noch. Schwer. Dadurch können wir natürlich mehr Räume. Das Schiff explodiert und hinterlässt ein paar nützliche Materialien. 2 Fool, ein Drohnenparts und 40 Scrap. Wow. Damit können wir natürlich mehr Räume sofort außer Gefecht setzen. Das Problem ist halt einfach die lange Ladezeit. Wie hoch war die? 16 Sekunden braucht der Aufladezeit. Und das andere Problem ist halt die Schilde. Er macht halt weniger Schaden, je mehr Schilde unser Feind hat, weil er halt quasi nicht durch alle Abschnitte dann letztendlich kommt. So, und dann wollte ich das noch ausschalten und wollte noch eins auf die Waffen setzen. Dann können wir nämlich noch die Artemis-Raketen gegebenenfalls aktivieren. Da muss ich sagen, unser Schiff ist damit jetzt richtig stark schon. Und so schnell brauchen wir, glaube ich, nicht mehr was befürchten. Wobei, die großen Töne sollte ich mir lieber sparen, sonst bin ich gleich wahrscheinlich down. Was halt auch wichtig zu erwähnen ist, man kann nicht speichern in diesem Spiel. Man hat nur ein Save and Quit-Funktion. Der setzt das Spiel beim nächsten Mal ein. Und wenn man dann stirbt, kann man nicht am letzten Save-and-Quit-Punkt quasi wieder einsetzen, sondern dieser Save-Point wird dann auch wieder gelöscht, sobald man ins Spiel wieder reingeht. Man kann hier ein bisschen tricksen, indem man quasi die Datei, die gesaved wird, im System ausfindig macht und sich woanders hinkopiert. Letztendlich bescheißt man sich damit nur selbst und nimmt sich viel von diesem Spielspaß ja auch weg.